Es fängt heftig an zu regnen und ich werde auch gerade von zwei Dackeln, das sind keine Großdackel, sondern eher normale Dackel, die sind ja goldig. Also hier steht ein dunkelblau Metallic Landy steht hier und ein Erebar Touring. Und du bist hier die Chefin, glaube ich, oder? Ja. Manchmal. Ja, bin ich. Natürlich. Bin ich zeig mal gerade, das Bier, was du trinkst, zeig mir das mal bitte, dass wir das mal sehen. Das ist Grevensteiner Felddienst und so vom Dialekt würde ich sagen, du kommst aus OH. Richtig. Schön, dass du vorher noch aufs Kennzeichen geguckt hast. Ja, was ist denn das OH? Aus Holstein. Muss man es kennen? Ja, natürlich. Aus Holstein ist von Fehmarn bis Lübeck. Bis Lübeck. So. Du bist happy mit deinem Touring? Ja, absolut. Ist so. Du weißt, dass der in Handarbeit gebaut wird, ganz kleine Stückzahlen vom Hümer-Konzern, dass die eigentlich damit gar kein Geld verdienen. Nee, ist mir auch egal. Aber sie haben von mir viel Geld bekommen. Ja, so weiß ich. Ist der neu? Ja. Brandneu? Quasi von Februar letzten Jahres. Also letzten Jahres. Und du, ich sehe schon, du hast das helle Holz, den werden wir uns gleich mal angucken. Aber du hast ja noch eine Gefolgschaft dabei. Das heißt also. Mein Mann? Der da. Ja. Okay, das heißt, du machst ein bisschen die Arbeit dann. Ja, ich bin Hausmeister, Haustechnik und so. So, und sie hat wirklich diesen Landy gewollt, oder wie? Ja, auf jeden Fall. Also, es war mit ihrer Schuld. Hat er Alufraß gehabt? Bitte was? Hatte der mal Alufraß? Nein. Oder war der immer top? Der war immer top. Immer top. So, es gibt ja keine mehr. Es gibt bei uns um die Ecke, ich wohne ja in Frankreich, in Lothringen, eine große Fabrik, die bauen so ein bisschen jetzt neue Autos. Das ist aber nicht dasselbe, oder? Nein, überhaupt nicht. Ja. Nein. Du weißt, von was ich rede. Ja, ich kenne Grenadier. Oder? Grenadier, genau. Waren jetzt Abenteuer Allrad, waren ganz viele da. Ja. Aber das ist das Original, der ist kurz. Er ist unglaublich breit, wenn man drin sitzt. Man hat sehr viel Platz. Nein. Aber man ist schön nah am Schatz. So, ich zeige das mal gerade, wenn ihr mal gerade dieses Prospekt mal bitte umdreht für mich, dass ich Harzcamp mal lesen kann, dann kann ich es abfilmen, kann zeigen, wo wir sind. Ach so. Ja, genau so. Sehr, sehr freundlich. Harzcamp Goslar, da sind wir gerade und wir sind mit dem Goslar Erlebnishefte unterwegs, denn ihr wurdet ja gezwungen, so eine Art Kurtaxe zu zahlen. Damit kann man kostenlos Bus fahren und man kriegt ganz viel Rabatt bei ganz tollen Sachen. Ja, das gibt's, wenn wir morgen essen gehen, morgen Abend, ne, dann wollen wir richtig schön Rabatt haben. Wart ihr schon in Goslar? Nein, das machen wir morgen. Also wir haben eine große Tour eben gemacht, haben interviewt, haben alles gezeigt. Und ich hoffe, ich trete auf keinen Hund. Nein, das würdest du hören. Ach so, der will Leckerli, oder? Nein. So, jetzt ist ja so der Trend zum Zweitmann, ist ja da. Ich zeig das mal gerade. Der ist denn hier? Hallo? Ja, hallo, ich bin Stefan. Ja. Du bist für Dienstag und Freitag, oder? Ja, genau. Ja. Für den Rest der Woche. Für den Rest der Woche. Wochenende macht Jürgen. Genau. Wenn du mir mal gerade sagst, was da drin ist in dem B13 rum. Ja, was draufsteht, ne? Echt? Ja. Das ist nicht. Nee, ohne Witz. Ja. Du bist mein bester Freund, weißt du das? Ja, den wollen wir heute Abend mal antesten. Sehr schön. So, ich nehme mal an, ihr seid im Partnerlook von der Farbe her. Das ist deine? Ja, ich bin Britta. Britta. Und du? Stefan. Stefan. Britta und Stefan aus OH. Ja, ja, auch aus genau. OH. Wie seid ihr alle da in dem Auto drin gewesen? Nein, wir sind hier. Wir haben hier das Luxus-Camping-Teil. Okay, das heißt, ihr. Achso, das Teil habt ihr? Ja. Ihr habt einen neuen Amarok? Ja. Wie bist du nah rangekommen? Der ist schon ein Jahr, 3 Jahre alt jetzt. Okay, also doch ein Alter. Ja, ein Alter, ja. Den neuen baut ihr auch Ford. Genau, der neue baut ist ja ein Ford eigentlich, oder? Aber dafür gibt es einen Sechszylinder. Ja, das ist der. Hat er auch. Hat er auch? Ja. Aha. Ja. Arbeitest du für Volkswagen, oder? Nein. Also hat einen tollen Sechszylinder. Dann haben wir hier, dein Name noch, Britta. 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 Mhm. So, das ist, Britta war so, ich glaube, das war so diese Tenniszeit früher, gell? Wo die Leute. Oh. Nein, die spielen ja immer noch Tennis. Das war so 2013, als der Name in wurde, richtig? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du warst schon immer Britta. Ich war schon immer Britta, ja. Schon etwas länger. Ja, so, ihr seid jetzt ein bisschen jünger, aber nicht viel. Schon ein bisschen. Ein bisschen so. Du bist Tochter von irgendjemand? Ich bin die Tochter von Sarah der da. Und Jürgen. Die Einzige? Sind noch ein paar mehr. Das heißt, die hat noch andere Hobbys außer Kinder machen? Ja, Dackel. So, Dackel. Und das ist dein Bruder hier? Nee, das ist mein Freund. Ah, okay. Ja, und mein Sohn zu den beiden. Es liegt ja auf der Hand, weil ihr fasst euch nicht an. Das heißt, ihr kennt euch schon länger. Ja, 6 Jahre. 6 Jahre, okay. Wie habt ihr euch kennengelernt? Durch die Schule. Durch die Schule? Ja. Wie wir durch die Schule? Wir kennen uns schon viel, viel länger, aber seit 6 Jahren sind wir zusammen. Er war Lehrer, oder wie? Nein.
Schüler. Wir haben nichts getrunken. Das wird schlimm, wenn wir was trinken. Dann wird das gut. Ja, meine Tochter Jan, du bist hergekommen mit den Dackeln. Du hast gesagt, das sind aber schöne Windhunde, nur die Beine sind irgendwie entstellt. Ehrlich gesagt, bist du ja direkt hingelaufen. Ich bin hingelaufen. Ja, genau. Okay, so. Ah, das sind total süße Tiere. Die werden oft verkannt, muss man sagen, weil die oft bellen. Ihr habt euch entschlossen, zwei oft Dackel. Bellen? Ja. Bellen eigentlich immer. Nicht nur oft. Oh. Ja, das ist Paula. Paula ist noch ein bisschen. Und es sind beides Rettehunde. Was sind die? Rettehunde. Einmal, also ich wurde mal gefragt, aus welchem Zwinger sie kämen. Und da habe ich gesagt, von Bulgarien und von Rumänien. Ach, ich habe gedacht, die retten Leute so irgendwie. Da ist so ein Schlitten dahinter, die ziehen dich dann, wenn du irgendwie. Aus Rumänien und die kommen. Rettungsschwimmer da ausziehen. Genau. Baywatch. Rettungsschwimmer. Echt, es gibt so Leute, die solche Hunde hier. Ja. Echt? Gibt es. Aber sehen die so aus, als könnten ihr Geschwister sein. Ja. Gut. Wir sind ein Jahr auseinander, aber nee. Wir sind zu ihnen gekommen, die Jungfrau zum Kind, und wir sind ganz glücklich. So, sie ist ganz am Piepsen, warum? Weil sie runter will, sie hat keinen Bock mehr auf dem Bus zu bleiben. Weil sie sehen noch ziemlich unternährt aus. Ich guck mal nach. Ja, kriegen laufend. Ganz normal aus, Papa. Nee, ganz normal. Nee, super sehen die aus. Aber bei uns kriegen die viele Leckerlis und so. Sind die auch so wählerisch? Nein, die fressen alles. Fressen alles, aber hoffentlich nicht mein Mikro. Die fressen alles. Also fressen wirklich alles. Aber mit Leckerlis und so sollen ja nicht fett werden, weil Dackel, das Kritische ist ja immer der Rücken. Und sobald die so eine kleine dicke Wurst werden, geht es auf den Rücken und dann kriegen sie Dackellähmung und das wollen wir ja nicht. So, es gibt ja so ein Rückenstudio, wo man als älterer Herr dann hingehen kann. Ja, vielleicht gehen da ja mal Stefan und Jürgen hin, das weiß ich nicht. Aber die Dackel, die können das nicht. Ich hoffe, die Dackel nicht. Dürfen die ja selber hochlaufen im Wohnraum? Ja, ausnahmsweise hier, ehe du dich versiehst, sind sie eh oben. Ja. Aber ansonsten Treppensteigen dürfen sie nicht, da tragen wir sie. Habe ich gehört, dass so mit so kurzen Beinen nicht so gut. Nee, dann passen wir auf. Also nicht wegen der Kürze der Beine, sondern der Länge des Rückens. Du, was ich mal fragen wollte, was sind denn das hier für tolle... Was sind das? Pummis. Wie Gummis? Pummis. Nee, Pummis heißen die. Sind voll hip gerade auf Instagram auch. Das geht richtig ab. Ey, scheiße, die sind voll hübsch. Ja, und die sind saubequem. So, Hummis. Nee, Pummis. U-M-M-Y-S. Sind wahrscheinlich Schweine teuer, oder? Nein. Du, Preis? Und dann ist ja noch Adiletten. Meine Tochter trägt ja Adiletten. Warte, zeig mal. Mit Strümpfen. Das Beste. Ist das pervers? Mit Strümpfe? Sowas tut man nicht. Ja, mit Socken. Okay, weil wahrscheinlich riecht es ein bisschen dann, wenn du dann... Wahrscheinlich, aber das will ich gar nicht. Die wohnt ja nicht mehr bei uns. Gott. Ach, die wohnt nicht mehr bei euch? Nee. Wie alt bist du? 25. Da bist du schon ausgezogen? Ja. Das habe ich mir bei meiner Tochter gewünscht. Sie ist 33, die wohnt immer noch bei uns. Das stimmt doch gar nicht. Mein Quatsch. Wegen dir habe ich das Land verlassen. Das stimmt, ja. Ist richtig. So, kommen wir zwei gucken uns meine Lenny an, dass wir mal ein bisschen gucken. Als Zugfahrzeug, denn stilvoll muss man ziehen. Hast du einen Schlüssel? Ja, natürlich. Ja, wir fahren nicht, aber ich will mal sehen, ob er noch steckt. Das ist gut. Den klaut eh keiner, weil man muss ihn erstmal ankriegen. Ja, das ist ja kein Problem. Ist kein Problem. Ein Schalter? Also, die Sache ist ja, wir haben ja auch eine Dackelbank hier eingebaut, ne? Das ist eine Dackelbank. Mhm, eine Dackelbank. Hab ich bezogen, genäht und gemacht und getan. Und da sitzen dann unsere Dackel drauf. Boah, ist sie goldig. Das ist mega, ne? So, und da vorne ist so eine Sprudelflasche als Alibi. Da ist wahrscheinlich Wodka. Nein, das ist schon okay. Wodka mit Kohlensäure habe ich auch noch nicht gesehen. Also es ist noch alles im grünen Bereich. Das verlegen wir wirklich auf die Zeit, wo wir kein Auto fahren. Sag mal, was ist das Schöne am Landy-Fahren? Also ich meine, das ist ja, wenn man sich so trifft... mega unbequem ist. Ja. Und einfach Kult. Es ist einfach nur super. Es bringt mega viel Spaß und ja. Viele kaufen sich den ja nur, um Brötchen zu holen sonntags. Bei euch ist es anders, oder? Wir fahren ihn. Wir brauchen ihn, weil wir haben sonst ein E-Auto. Und wir kommen mit dem E-Auto und den E-Riba nicht wirklich weit. Das ist in kürzester Zeit, müssen wir wieder laden. Und hier ist es einfach. Und wir fahren jetzt im August nach Südtirol für 3,5 Wochen damit. Und dann, ja, der ist ja hochgradig geländegängig, weil der Radstand so gering ist. Die Reifengröße ist ordentlich. Du kannst den Luftdruck ablassen. Hat er auch Sperren? Sperren, Achssperren, Differentialsperren? Der kommt überall durch. Der macht alles. Okay. Warte, ich zeig's mal gerade, dass wir das sehen. Ja. Weil ich bin ja so ein kleines bisschen, mal gucken, er hat eine Untersetzung, hat er auf jeden Fall mit drin, eine Geländeuntersetzung. Und da bist du natürlich bei Jürgen natürlich der bessere Gesprächspartner. Ich fahre den ja nur auf hohen Schuhen und finde das einfach mega. Okay, komm, wir gucken mal hinten rein. Dass wir da mal gucken. So, du hast Kühlboxen dabei, was da drin? Lass uns raten. Bier. Ah, Schweppes. Für morgen. Und ein bisschen Sekt. Wein. Passt. Also ihr seid so ganz normale Leute. Wir sind ziemlich normal, ja. Okay, und da? Was ist da drin? Da sind Schuhe drin. Zeig mal. Unsere Wanderschuhe. Wir wollen ja... Wandern.
Wir wollen ja wandern. Da. So, und da ist auch noch so ein Käppi mit dabei. Soll morgen wieder schön werden. Ja, also richtig. Das ist auch egal. Genau, du hast ja richtige Kleidung, wenn es irgendwie schlecht wird. Und dann kommt das. Und jetzt komm jetzt, guck mal, das schätze ich mal an. Das ist ja der Eribar. Das Besondere ist an dem Auto, da ist nichts gerade. Ja, und er ist einfach kultig. Das stimmt. Du hast die 60-Jahre-Edition hast du gewählt. Auch hier vorne die Verarbeitung mit allem drum und dran. Das ist ein sehr zeitloses Auto. Und das heißt, aufgelastet natürlich auch so, dass wir richtig fett auch mit Porzellan und Kristall durch die Gegend fahren können. Wir machen Glamping. Gucken wir uns gleich mal an. So, und das mal reingucken. Dann gehe ich mal außen rum. Komm mal mit. Nicht hier. Es hat jetzt aufgehört zu regnen. Das heißt, ihr habt eine Chemietoilette drin? Ja, dann, natürlich. Aber du hast das gute Zeug zum Reinkippen. Also nicht das, was so stinkt, das Blaue. Nein, gute Zeug natürlich. So, dann hier vorne hast du Auferkeile mit drin. Da ist der Boiler für warmes Wasser. Genau. Da vorne der weiße. Durchlauferhitzer. So, hast du Stromanschluss, kannst dich anschließen. Von hinten ist er total schön. Der ist so zeitlos, dass du ja kaum Gebrauchte findest am Markt, oder? Das ist nee, und wir waren schon so viel unterwegs und wir haben richtig uralte Teile auch schon gesehen. Und die sehen immer noch tipptopp aus. Ne? Aber hier hast du natürlich das Neueste vom Neuen. Wenn du mal guckst, so kleine Details. Hier läuft das Wasser runter aus der Kederschiene. Das ist schön gemacht. Und guck mal nochmal, ne? Ostholstein, Kreis Ostholstein. Ganz wichtig. Da ist es. Das 100er hat er auch bekommen. Packt der Lenny die 100? Ja, aber das machst du nicht lange. Wie goldig. Die 60-Jahre-Edition. So, dass wir das mal sehen. Hallo. So, wir sind mal gerade drum rumgegangen, geguckt, ob schon alles bezahlt ist. Ja, und war so. Alles okay. Dann komm mal mit. Dann gehen wir mal rein. Ich ziehe mir die Schuhe aus. Ja, mache ich. Jan, du bist mein Zeuge. Das erste Mal, dass ich die Schuhe ausziehe. Ja. Ja, da habe ich nämlich direkt gesagt, weil ich habe gesehen, ansonsten gibt es nämlich einen Fußtritt. Er hat vorhin sich beschwert, dass er nicht reinkommt in die Schuhe. So, jetzt, aber das macht nichts. Ich habe die guten Socken an von Decathlon. Dann gehen wir mal rein. Das Coole hier ist, du kannst das hier hochklappen. Das heißt, wenn du mal kurz auf der Raststätte mal einen Kaffee trinken willst, lässt es unten. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ansonsten hast du richtig Stehhöhe. Wir haben das auch schon mal gemacht, dass wir es unten gelassen haben, wenn wir wirklich nur über Nacht irgendwo eine lange Tour hatten und dann sind wir angehalten. So, der Spiegel ist, damit du gucken kannst, wo dein Mann ist, wenn er auf dem Klo ist. Ich kann ohne Brille mich nicht mehr schminken. Achso, echt nicht? Mhm. Wie lange brauchst du morgens? Ich? Ja. Viertelstunde? Viertelstunde, okay. Das lasse ich mal durchgehen. So, dann Querbett. Bett, ja. Sehr schön. Ist das groß genug? Ja, wir schlafen zu Hause auch nicht auf mehr. Wer wäre schlecht denn außen? Mein Mann. Der Mann schläft außen, der muss nicht raus nachts. Doch, der muss nachts raus und der muss mit den Hunden raus. Ah, das heißt, die schlafen nicht durch? Doch, die schlafen durch, aber morgens muss es schnell gehen. Zack, bumm. So, dann, das hier hat genau gepasst, also hier die Kleiderhaken, die mit dabei kommen. Die Besonderheit zeige ich euch mal gerade, das ist das Badezimmer übrigens und damit man da auch drin stehen kann, ist hier so eine Erweiterung mit drin. Darf ich mal reingucken? Ja, oder? Boah, der ist ja echt neu. Ja. Der hat keine Dusche? Nein, das brauchen wir nicht. Braucht ihr nicht, ihr seid ja auf den Campingplätzen ganz ehrlich. Okay. Tedford Kassettentoilette mit drin, dann hast du Sakrotantücher unten. Habe ich schon direkt erkannt. Ja, das ist noch aus der Corona-Zeit. Aus der Corona-Zeit. So, dann ist das gut hier? Ja, mega. Okay. Dann Shiseido. Sieht alles echt normal aus. Also auch hier dieses Nivea Black and White. Habe ich auch mal probiert. Bin aber jetzt ganz neu. Jan? Jan? Das Deo, was du hast. Wie heißt das nochmal? Fahr. Aber ich weiß jetzt gar nicht. Du weißt nicht, was war. Ah, riecht total lecker. Kannst du dich noch an die Farbe? Nee, du nicht. Du kannst dich vielleicht noch an die Fahrwerbung erinnern. Die spektakuläre Fahrwerbung mit der nackten Farbe. Die war nackt. Das war spektakulär. Und damals. Weißt du nicht die Fahrwerbung? Ich könnte sogar die Musik noch vorsingen. Oh ja, sie du erinnerst dich, ne? Stefan erinnert sich natürlich, du auch, ne? Du bist Baujahr wahrscheinlich 72. Nee, 74. 69, ich bin 68. Also ich bin. Du bist 54, ich bin 55. Ja, guck mal, wir haben meinen Mann 62, das ist 61er Baujahr, dann haben wir hier. Wir sind alle so in einem Alter. So, ich guck mal gerade raus, dass wir hier mal gucken. Also, ihr seid unter der Markise, die hast du auch mit dazu gestellt, natürlich schräg gestellt, dass es jetzt gut ablaufen kann. Hast du gemacht. Ihr seid schon lange Camper, oder? Nein. Ganz neu. Ich bin eigentlich ein gebranntes Kind. Ich wollte nie campen, weil meine Eltern hatten sowas wie einen Dauerstellplatz. Mal so, voll ätzend. So und jetzt? 14, 15. Nein, wir haben es gemacht und ich habe gesagt, ich habe da jetzt Bock drauf. Mit den Hunden entspannt das.
So, zeige ich mal gerade. Die wollen jetzt hier hoch, kommen sie aber nicht. Leine ist zu kurz. Und dann kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Wenn du dich mal kurz da reinsetzt, dann ist normal hier ein Tisch drin. Ja. Den kann man einbauen. Den habt ihr aber rausgeholt. Warte, ich setze mich mal hier in die Ecke. Dass du mal gerade wegziehst hier, sagen wir es lieb. Rotlicht-Edition übrigens von Stadtland. Was war das? Stadtland Vollpfosten. Vollpfosten, was ist das? Sag mal. Vollpfosten ist Stadtland Fluss. Ja. Und dann aber mit einer Edition, wo es dann ein bisschen schmutzig wird. Und da heißt es dann so, Mordmotiv geht gar nicht bei Frauen, Leichenversteck. Habe ich nicht verstanden. Ist das da jetzt ein... Wie funktioniert das? Wieso? Stadtland Fluss? Stadtland Fluss sind drei Sachen, die du erfinden musst. Nein, nicht nur drei. Nicht erfinden. Das heißt es doch, du zählst das Alphabet und dann bei A. Und dann musst du eben sagen, okay, A, Mordmotiv ist zum Beispiel mit A, ein Mordmotiv mit A, fällt mir natürlich jetzt nicht ein. Mordmotiv mit C. Was? Mit C. Mit C? Ich habe Ladehemmung. Okay, mit F. Mit F? Mordmotiv mit F? Fremdgehen. Fremdgehen, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Fremdgehen ist nach oben. Und geht gar nicht bei Frauen ist... Oh, na gut, da kann man... Okay, und kann man kaufen, da ist der Block mit drin. Rotliche Edition, habe ich verstanden. So, dann guck mal rein. Face-to-face, ihr könnt euch hier hinsetzen, ihr könnt hier abends noch ein bisschen verlängern, kannst morgens aufstehen, kannst erstmal einen Kaffee trinken. Das ist nicht schön, frühstücken. Okay. Wir gucken auch hier abends auf ein Notebook, auf einen Film oder so, also alles denkbar. So, darf ich mal in deinen Kühlschrank gucken? Weil das ist, das sind so die... Die wichtigen Sachen spielen sich nämlich immer im Kühlschrank ab. Und wenn wir mal im Harzcamp Goslar sind und es regnet, dann hast du immer nur Alkohol. Das ist wirklich... Warte mal, ich guck mal gerade. Also ihr seid große Rosé-Fans. Dann hast du hier... Ist es hier Champagner? Das ist ja. Ist Champagner. Lasst euch gut gehen. Dann hast du auch mal für morgens die Vollmilch dann. Okay, Kakao. Ja, für den Schwiegersohn. Da unten, genau, noch mehr Rosé. Dann seid ihr Fans von französischen Weinen, oder? Ich wohne ja in Frankreich. Hier, ne? Ja. Da. Das ist auch einer der besten. Den hast du wahrscheinlich gekauft wegen des Etiketts, nein, oder? Nein, weil er schmeckt. Grand Reserve. Und wenn dann alle Stricke reißen, alles ausgetrunken ist, ja, dann kommt die Kirsche zum Einsatz. Ja, die ist... Ich habe jetzt gedacht, da wäre irgendwie noch Butter drin oder so. Nee, ist noch. Zeig mal. Ist der gerade da hochgesprungen? Warte mal, Kerrygold ist drin. Okay, ein bisschen. Was ist oben drin? Was habt ihr da? Da Himbeeren. Himbeeren. Fürs Frühstück. Ah, okay. Und ich dachte. Heute Abend backen wir Pizza. Wir haben nämlich den Oni. Nochmal, du hast einen Pizzaofen dabei. Zeig mal. Wie funktioniert das? Oni ist tatsächlich ein Pizzaofen für funktioniert. Profis. Geht. Perfekt. Eine Minute ist die Pizza fertig. Ah, es ist gut, ich bin neben euch. Ich ahne was. Nee, aber ich bin heute Abend leider schon eingeladen. Wir müssen morgen ganz früh weg. Um 7 sind wir weg. Also dann, ach, okay. Oh, Entschuldigung. Wir sind aber leise beim Wegfahren. Aber wir haben hier eine Partyhöhle heute Abend. Ja, Party, das freut mich, weil wir wollten um 9 Uhr ins Bett. Echt? Nee. Versucht ihr das? Nee, wir sind durch. Also toller Wohnwagen. Ihr werdet wandern. Da vorne ist der Mammut-Wanderrucksack ist da. Wir gehen nochmal kurz raus, sagen deinen... Ja. Deinen Verwandten ein letztes Mal goodbye. Und schön ist hier, guck mal hier, da ist sogar das Fliegengitter. Das gerade, aber hier der Eingangstür, das ist alles quer. Das ist mega, das ist richtig cool hier. Das ist schon aufwendig gemacht. Eine Tür, die hier angewinkelt ist. Das heißt, die kann man auch halb öffnen, halb schließen? Sag mal bitte, wie geht das? Nein, kann man nicht. Okay. Das wäre super für die Dackel. Das wäre perfekt für die Dackel, wenn wir jetzt den unteren Teil zumachen können. Achso, du könntest zumachen. So. Nein, kann man leider nicht. So, also du sagst, jeden Cent, da war jetzt jeder Cent bei dem Wohnwagen gut investiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Und auch für die Frau. So. Es gibt einen Kritikpunkt. Was denn? Und zwar die kleinen Schrauben. Es ist alles mit kleinen, flönigen Schrauben gemacht. Und das ist schon doof. Weil warum? Wenn du fährst, das juckelt raus. Wie juckelt raus? Wo denn? Juckeln raus. Hier. Sag mal, es juckelt raus. Da war mal noch eine Führung. Ja. Das hat Jürgen schon. Da waren so zwerngleiche. Die hat sich rausgejuckelt. Mist. Krass. Das ist Mist. Es gibt auch Kritik. Gibt auch Kritik. Ja. Also, liebe Hümer-Leute, liebe Erevar-Leute, es juckelt sich raus aus dem Auto. So. So, ich lasse euch mal in Ruhe. Genau.
Dann, hast du mir hier schon gemütlich gemacht? Die Can, du weißt, alte Camper weiß halt, du musst deinen Stuhl immer mitbringen. Ja, das ich weiß. Und dein Glas musst du mitbringen. Ach, ja. Deine Schuhe, ne? Die Schuhe. Die sollst du vielleicht nochmal anziehen. Die habe ich eingeweiht gestern, denn ach, das wird Moment. Jetzt. Gib mir das dann nochmal. Nein. Doch. Ja, gib her. Scheiße. Ja. Fast umgesäbelt. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt seht ihr mich auch mal. Ja, mit, ich hasse das, ja. Ich hasse auch YouTube. Nee, stimmt nicht. YouTube liebt. Abonniert German Television, ganz wichtig. Ich liebe euch YouTuber, ist alles nee. Du stehst nur nicht gerne vor der Kamera. Ich stehe nicht gerne vor der Kamera, das ist so. Ja. Und da kann ich die Leute mal dissen und dann werde ich immer gedisst. Und das mag ich nicht, weil ich mag die anderen. Das magst du nicht? Nee. Anderen sind immer super, wenn die was abkriegen. Und ich darf nie, okay? Tschüss. Sie kann gut kontern. Also, wenn ihr wollt, fahrt zu Harzcamp Goslar. Nur da bekommt man diese Schauspieler, die wir engagiert haben, die dann mit einem Land Rover kommen und so tun, als würden sie campen. Ihr könnt jetzt wieder abbauen. Also, und wir sehen uns dann gleich bei der Gage, okay? Ja, okay. So, tschüss.